Herzlich willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute eine Runde Orcs Must Die 2. Und das sieht mich nicht so leicht aus, aber gucken wir mal. Ich dachte, da kommt was runter. Okay. Wir bekommen wieder was dazu. Die Frage ist nur, was nehmen wir? Eigentlich das, was ich brauche, habe ich schon. Ne? Nehmen wir das da. Nee, das ist Blödsinn. Ich würde sagen, wir nehmen das da. Wir brauchen es zwar nicht, aber noch am ehesten. Gut, wie sieht's aus? Hier kommen sie raus. Dann gehen sie auf jeden Fall nach links. Das ist ein bisschen Wow! Okay, die gehen zu dem. Okay. Dann hier ist eine. Gibt's hier nur zwei Türen. Okay, und die? Die gehen wo? Hier wahrscheinlich. Auf jeden Fall, die wollen da hinüber, okay. Das heißt, am besten, ja, das ist blöd. Das heißt, hier und hier gibt er nur zwei, so gesehen. Wie kommt man eigentlich darauf? Ich muss mal gucken. Ja, ich glaube, ich weiß schon. Da gehst du durch und dann bist du da oben. Yeah. Wenn ich da in die Mitte könnte, das wäre was Feines. Hoppala. Das wäre was Feines, aber da können wir nicht hin. Hier können wir rüber. Wir können überall Bogenschützen aufstellen. Und ich habe auch schon eine Idee. Wir stellen einen Haufen Bogenschützen auf, Leute. Yippie, oh. Die werden jetzt rechts oder links gehen. Das ist die Frage. Auf jeden Fall können wir da einen Haufen Bogenschützen hin. 18 die Bogenschützen. Wo kommen sie als erstes? Hier. Finde ich recht interessant, diesen Level. Der ist nicht blöde. Ich gebe die mal hier hin. Und slow, auf jeden Fall slow, terfallen. Und ich glaube, der Rest macht sich von alleine. Zack. Einer geht noch. Zack. Das sieht doch klasse aus, was wir hier machen. Jetzt ist die Frage, gehen sie rechts oder links? Ich will nicht runterfahren. Oh. Egal, wir können ja wieder rauf. Und hier auf der Brücke natürlich noch zusätzlich. Ja, hier werden sie gehen. Es ist die Frage, ich weiß nicht, ob die rechts oder links gehen. Ne, warte mal. Die gehen beidseitig. So, denke ich mir doch. Gut, dann würde ich sagen, hier einen. Hier einen. Hier einen. Und hier noch einen. Das war's. Den Rest machen wir unten. Terfallen for the win. Ja? Wir werden die einfach slowen. Und ich hoffe, das funktioniert. Wir erwarten sie. Runde 1 von 10. Das ist ein wirklich cooler Level. So bam, gleich mal eine für Spaß nur. Jetzt lädt sich eh wieder aus. Ah, die kriegen gleich. Es läuft, Leute, es läuft. Ich kann mich dann nicht beschweren. Die haben keine Chance, wir verkaufen das und machen hier zwei Terfallen hin. Und dann noch zwei Terfallen. Und jetzt kümmern wir uns um die hier. Also es ist ein geiler Level, Leute, der ist echt geil. Finde ich cool. Wir spielen auf Mittel übrigens. Eins auf den Nuss gekriegt, alles klar. Wir werden hier jetzt herfallen hin. Jetzt kommen sie beidseitig, das ist ein bisschen ungut. Oh, die Schnellen. Aber es geht, wir haben es. Ja, wir haben eine Pause, nice, dann können wir den verkaufen hier. Die Terfallen sind meiner Meinung nach hier das Wichtigste. Weil Ports kann ich hier fast nicht machen. Weil dass die einfach geslowt werden. Die gehen halt rechts und links, das ist das Blöde.
darum nochmal Terfallen hier, ne? Aber wo tun wir die Terfallen hin? Hier vielleicht, da. Das ist auch blöde. Die stehen ja überall hier, ne? Hier können wir es auch hin, cool. Wir schießen da auch sicher runter. Gut, dann machen wir hier nur zwei. Und dasselbe natürlich. Ja, das ist jetzt die Frage hier noch. Und los geht die Party. Wave 4 von 10. Kommt. Hoppala. Die kriegen ordentlich hier. Ja, slow fallen vor der Wind, sage ich nur. Slow fallen vor der Wind. 1, 2, 3. Hoppala, den wollte ich nicht. 3, hier dasselbe. 1, 2, 3. Ich habe keine Money mehr. Jetzt kommen sie hier. Ja, das läuft super. Kann mich da nicht beschweren gerade. Eine Terfalle noch. So, dann schauen wir, wo wären wir noch. Hier was noch. Immer mehr Fallen. Da noch einen. Hier haben wir noch keinen. Nehmen wir die da wieder weg. Oh, das geht jetzt nicht. Klappt super. Oh! Diese Schnellen sind ein Problem. Ich musste auf meine Bogenschützen hoffen, aber ich glaube, die machen einen guten Job. Einen Schädel gibt's, die machen sicher einen guten Job. Hier noch einer, hier haben wir. Hier noch. Da auf jeden Fall. So. Nehmen wir den weg da. Hier noch. Hier noch. Das lassen wir. Gut, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, vielleicht noch Bogenschützen? Hm? Oder Ports? Ne? Ports oder Bogenschützen? Eher Bogenschützen, Leute, oder? Nee, Blödsinn, Bogenschützen sind 8. Habe ich mich verdrückt. Gut, dann hier noch einen. Zack, zack. Und hier noch einen und noch einen hier, ja. Los geht die Party! Dieser Level ist cool, 7 von 10. Ja, meine Bogenschützen sind echt Gold wert, Leute. Die sind Gold wert. Wir werden das jetzt noch zusätzlich sichern mit zwei Ports hier. Vielleicht sind die so blöd und krabbeln rein. Wave 8 von 10. Kann man sich um die hier kümmern. Ah, hier geht's richtig zur Sache, Leute. Zack. Komm was. Oh, es geht. Es geht, es geht. Irgendwo lebt noch was. Jetzt nicht mehr. Und hier zwei Ports. Super, 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 super. Es haut glatt hin hier. Runde 9 von 10. Also der Level macht richtig Fun. Oh, oh.
Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Ich muss mir jetzt auf meine Bogenschützen hier verlassen. So, wo gehen die hin? Ja, meine Bogenschützen machen das. Letzte Wave, letzte Wave. Wir werden uns in dieser Wave einfach nur mehr absichern. Das heißt, das ein bisschen verbreitern, dass da wirklich nichts mehr rein kann. So, da kann nichts mehr rein. Haben wir nur irgendwo was über? So, dann können wir nochmal 4. Machen wir noch breiter. So, da kann nichts mehr durch jetzt. Los geht's, letzte Wave, 10 von 10. Alles klar, so weit haut's hin. Wir kümmern uns um die hier. Jetzt um die. Bisschen aufgeräumt hier. Aua. Wir sind gestunt, aber es geht noch. Bogenschützen vor dem Win. Du gehst nicht da rein, das erlaube ich nicht. Wir haben es geschafft. Yes, baby. Woohoo. Was können wir noch aufrüsten? Bogenschützen vielleicht? Nein. Jetzt haben wir schon sehr viel. Port? Nein. Dornenwand? Achso, nee, das ist etwas Falsches, das verwende ich sowieso nicht. Pfeilwand? Das könnten wir nehmen, es kann nicht schaden. Wir können es uns leisten. Teer! Ja, sie werden billiger. Auf jeden Fall nehmen wir das. Ich hätte das hier nehmen sollen, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, sie werden billiger und das ist gut, weil, ich meine, geben wir nicht so viel aus, aber mehr davon. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zockandi Let's Play. Tschüss.